ich treffe Ricker Reinisch. Wir wollten uns eigentlich an der Fischbachkapelle treffen, im Barack Michel. Warum ist dieser Ort einer deiner Lieblingsorte? Weil der für unsere Familie zählt. Im Sommer sind wir dort viel wandern, im Winter fahren wir Ski und man kann wunderbar essen da oben in Barack Michel. Nun hat uns das Wetter einen Strich durch die ganze Sache gezogen und wir sind ins Studio umgezogen. Auch ein schöner Ort. Kaffee oder Tee? Kaffee. Das habe ich mir fast gedacht. Sportler brauchen ein bisschen Koffein. Ricker Reinisch, wir treffen uns, weil du einen außergewöhnlichen Erfolg als Jugendliche gehabt hast. 3 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen 1980. Das war doch ein Riesenerfolg für dich. Das war ein Riesenerfolg und mit 11 Jahren habe ich gesagt, damals 1976 war Montreal, liefen die Olympischen Spiele und da habe ich gesagt, ich möchte auch Olympiasiegerin werden, weil über 100 Meter Rücken Ulrike Richter damals schwamm und Olympiasiegerin wurde und die schwamm jeden Tag neben mir im Becken, aber in einer anderen Trainingsgruppe und ich wollte das genauso schaffen. Und dann habe ich es auch geschafft mit 15. Wir haben es nicht gesagt, du bist für die DDR gestartet. Richtig. Und damals hätten böse Zungen ja sagen können, war ja keine richtige Olympiade, war ja mehr so eine Boykottiade, weil das war ja damals so, einmal die, immer haben sich hin und her boykottiert. Ja. Was konntest du da entgegenhalten? Haha, ich habe nicht nur Goldmedaillen gewonnen, sondern ich bin auch Weltrekord geschwommen. 5 Stück, ganz genau. Und ich sage immer, also im Frauenbereich, im schwimmenden Frauenbereich hätten auch die Amis oder die Bundesdeutschen keine Schnitte gesehen, weil wir haben wirklich abgeräumt. 1., 2., 3. Also Goldmedaille, Gold, Silber, Bronze in fast jeder Lage, die dort geschwommen wurde. Und ich bin 5 Weltrekorde geschwommen. Einer davon war insgesamt die Staffel, 4x100 Meter langen Staffel. Aber ich bin angeschwommen dort und bin also mit Rücken angeschwommen und bin dort als Startschwimmerin schon Weltrekord geschwommen und dann halt auch noch die Einzelrekorde im über 100 und 200 Meter Rücken. Nun warst du damals ein 15-jähriges Mädchen. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie man so einen Erfolg da verkraftet. Mhm. Wenn du damals für die Bundesrepublik gestartet hättest, wärst du wahrscheinlich hier zum Popstar gemacht worden, wie denk an Boris Becker, und wärst im Kicker oder in der Bravo als Starschnitt erschienen. Vielleicht. Wie ist man in der DDR mit dir umgegangen? Ja, erstmal sind ja die Olympiasieger, die wurden schon sehr gekürt, ne, und hofiert auch. Ich war jung, ich war 15, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich hatte mein Ziel erreicht, ich war Olympiasiegerin und ich hätte, als ich da auf dem Treppchen stand, die ganze Welt umarmen können, damals in Moskau 1980. Die Sportler wurden schon hofiert und hatten auch einige Sachen gut, sozusagen, weil der Sport wurde ja hochgeschrieben in der damaligen DDR. Wir waren ja die sogenannten Diplomaten im Trainingsanzug. Ne? Wir haben dafür gesorgt, dass die kleine DDR doch weltweit bekannt wurde. Und entsprechend haben sie uns auch behandelt. Hast du deine Goldmedaille noch? Na, logisch. Ja, okay. Wir fragen nicht. Die habe ich noch nicht verhökert. Noch nicht bei IB verhökert, nein, warum auch. Nein. Kommen wir zu einem etwas dunkleren Kapitel. Was heißt etwas dunkler, ein richtig dunkles Kapitel, wo du quasi sowas wie ein Kronzeuge warst. Es geht um Doping in der DDR. Du warst einer der Ersten, die gesagt haben, wir sind gedopt worden. Ich war die einzige Olympiasiegerin, die damals vor Gericht gezogen ist. Professor Werner Franke, Molekularbiologe aus Heidelberg und Anti-Doping-Experte, hat sich damit beschäftigt und hatte, als er sah, was mir verabreicht wurde, hat er mich gefragt, ob ich mitarbeiten würde für die ZERF, also diese zentrale Ermittlungsstelle für Kriminalität. Und da habe ich zugestimmt, weil ich das allererste Mal wirklich schwarz auf weiß sah, was mir wirklich verabreicht wurde, was ich bekommen hatte bis da, das war Anfang 90. Bis dato wusste ich das nicht genau, nur immer vom Hören sagen. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite mit und ich habe das mit vorbereitet, diese ganzen Gerichtsverhandlungen sozusagen. Wann ist bei dir der Verdacht entstanden, ich bin gedopt worden? Ja, ich war mit 15 ja Olympiasiegerin und ich habe mit 16,5 aufgehört. Und zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch weltbeste Rückenschwimmerin und keiner konnte verstehen, also auch die Medien konnten nicht verstehen, wieso ich aufhöre. Ich hatte einen Gynäkologen in Dresden, in der Medizinischen Akademie,
der meinen Eltern und mir durch die Blume sagte, dass ich einen Überschuss an männlichen Hormonen im Körper hätte und wenn ich noch Kinder haben möchte, sollte ich jetzt mit dem Hochleistungssport aufhören. Und das habe ich getan. Das durften wir natürlich nicht kundtun, weil dieser Arzt hätte seine Approbation verloren. Also habe ich dann begründen müssen, aus gesundheitlichen Gründen will ich aufhören und da gab es einen riesen Zinnober auch. Du hattest große gesundheitliche Einschränkungen. Ja, aber im Gegensatz zu vielen anderen, mein Glück war, dass ich mit 16,5 dann wirklich aufgehört hatte. Im Gegensatz zu vielen anderen war das noch relativ wenig, aber ich hatte 2 Fehlgeburten. Ich wollte nicht, dass meine Kinder, die sind 4,5 Jahre auseinander, dass das ein bisschen enger ist. Aber ich habe 2 gesunde Kinder und das ist wunderbar, bin ich sehr glücklich. Der Große ist mittlerweile 36, die Kleine ist 32. Danke. Ja, das war was knapp. Mich würde noch interessieren, was machst du heute? Das war wirklich knapp. Ich habe gedacht, 5 Minuten, oh je. Also, heute mache ich etwas, was auch mit dem Leistungssport zusammenhängt. Ich bin Mentalcoach und Motivationscoach mit systemischer Coaching-Ausbildung für Führungskräfte, was Führungskräfte von erfolgreichen Spitzensportlern übernehmen können. Und habe mich spezialisiert auf die Themen Kommunikation, Konflikt- und Stressmanagement und gehe in Unternehmen, mache aber auch Einzelcoachings explizit für Frauen, gerade in der jetzigen Zeit, in der Corona-Zeit, wo viele Ängste und viel Panik ist, um den Menschen die Ängste und die Panik zu nehmen.